Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bioshock 2. Genau, jetzt weiß ich, wie du stehen geblieben sind. Wir mussten ja ein bisschen Adam beschaffen. Und haben beim letzten Mal hier das Hacken versagt. So wie wir erfahren haben, dass alles im Zweiten Weltkrieg spielt. Anfangs war der Geschenkeladen hier eine einzige Pleite. Ich konnte den Turi-Nippes kaum teurer losschlagen, als er in der Herstellung gekostet hat. Dann habe ich diesen Sinclair kennengelernt. Und der hat mir ein gutes Geschäft angeboten. Anscheinend kennt er ein paar arme Schweine in Popers Drop unten, die diesen Krempel zu einem Bruchteil der Kosten herstellen können. Naja, hier und da steckt er mal eine Nadel in der Lieferung, aber ansonsten hat keiner was gemerkt. Und bei mir rollt der Rubel. Okay. Ah, verdammt. So ein Wahrsager. So wie in Bioshock 1, da hatten wir auch so Wahrsager-Stationen, wo man Geld ausgeben konnte. Schnucki, schließ einfach die Augen und hoff, dass es schnell vorübergeht. Okay, was auch immer das für eine dämliche Art von Wahrsagen ist. Man das hören kann, wenn so ein Big Daddy herumgeht. Ist ja auch nicht gerade leise. Gehen wir erstmal hier durch. Okay, hier geht es nicht durch. Na, dann gehen wir doch endlich mal Pfeil entlang. Da wir vorhin schon mal, also besser gesagt im letzten Part schon mal eine Little Sister gesehen haben, irgendwo hier. Bis du kommst, Vater, setze ich hier fest. Ich kann dir leider nicht anders helfen, als diese kleinen Geschenke hier herauszuschmuggeln. Ja, ist aber echt sehr schön, wenn man so immer wieder ein paar Geschenke bekommt. In der ethischen Psychiatrie. Hier spricht Eleanor Lamb. Mom sagt, ich darf nicht mit den anderen Kindern spielen, weil die nach dem Motto Hund frisst Hund erzogen werden. Ich wollte mir diese Hundefresser einmal ansehen. Drum habe ich gewartet, bis Mom weg war und bin dann raus, um welche zu suchen. Und was war? Die Hundefresser haben eine Haut wie ganz normale Menschen. Sie sehen genauso aus wie wir. Okay. Okay, hier ist schon mal eine Little Sister. Und ein Big Daddy, wie man schon hören kann. Hier ist eine Antiperson. Schrei nicht so rum, ist die gleich getötet von mir. Also dieser Big Daddy beißt erst, wenn du ihn angreifst. Aber um an die Little Sister ranzukommen, musst du den Knaben platt machen. So, wir machen es so wie im ersten Teil, ein paar Fallen aufstellen, wo der Big Daddy dann reinlaufen kann.
Oh, es läuft schnell in unsere Fallen. Verdammt, wir sind zu langsam. So. Okay, die machen noch weniger Schaden. Durchatmen, alter Knabe. Du hast es geschafft. Und jetzt nimm sie auf deine Schultern und sie wird dir vertrauen wie ihrem eigenen Daddy. Tja. Komm, wir schauen mal wieder in den Sisterbegleiter. Ich habe endlich eines der Kinder gefunden. Die Kleidung schmutzig ganz alleine. Ich ging zu dem Mädchen hin, betete, es möge meine Kleine sein. Aber sie schlürfte sich voll mit dem Blut einer Leiche. Sie war es nicht. Ich starrte sie an, schwankend. Und dann kam plötzlich dieses Ding, dieses bewaffnete Monster aus dem Nichts und sprang mich... Wir sind im Geschäft. Überall in Rapture liegen Leichen rum. Und dieses kleine Monster wittert das Adam in ihnen. Sucht ihr eine. Okay. Riechst du das Adam, Daddy? Da drüben! Nee, wir riechen es nicht, aber du riechst es. Wo ist das Adam? Hier unten. Ah, die Leiche hier. Sie hat eine saftige gefunden. Aber sobald sie anfängt, das Adam abzuzapfen, kommen die Splicer an. Mach dich drauf gefasst, bevor du sie dran setzt. Ja, ich glaube, wir sind schon bereit dafür. Das ist ein Kind der Familie, kein Spielzeug, das du benutzen und dann wegwerfen kannst. Sehr passend, dass du hier dein Ende findest. Eine weitere Kuriosität in Ryans Schrein für das Ego. Da kommen sie schon. Halt ihr die Splicer vom Leib, bis sie fertig ist. Sonst geben die niemals auf. Tja, machen wir schon. Verdammt, lass die Little Sister in Ruhe. Jetzt kennst du den Einsatz, mein Junge. Aber ein Plasmid kostet noch ein bisschen mehr, Adam. Mach weiter. Okay. Kannst du uns wieder zur nächsten Leiche führen? Adam, Daddy, da drüben. Okay, und zuvor haben wir uns noch das an. Stellen wir uns das
Ah, verdammt. Jetzt müssen wir ganz. Du bist es! Sind wir jetzt wieder zusammen, Daddy? Schnell, Tiddles ist zwar mitnehmen. Okay. Was? Verfluchtes Brill, leise. So, Sicherheitsbotte wieder aktivieren. Komm, Daddy, wir sind ganz da. Okay, gleich ist da oben. Das heißt, wir untersuchen erstmal hier ein bisschen die Gegend. Richtung etwa. Ist einmal in die gegengesetzte Richtung. Erstmal ein bisschen Untersuchung. Da geht's lang! An der Oberfläche beackert der Bauer den Boden, setzt die Kraft seiner Arme ein für sein eigenes Heim und sein eigenes Land. Parasiten sagen nein. Was einst ihr gehört hat, gehört jetzt uns. Wir sind der Staat. Wir sind Gott. Wir fordern unseren Anteil. Okay. Bleib stehen. Splicer. Okay, okay, okay. Das sind ja alles nur Fake-Kulissen. Können wir das hacken? Ah, wir haben Jamok. Wir haben keine Hacking-Sachen mehr. Aber wir haben schon mal eine Abkürzung erschaffen. Okay, ist auch schon mal relativ praktisch. Und hier irgendwo sollte dann die Leiche sein. Während der Arbeit? Ja, da ist die Leiche. Dummes Stück Müll. Ich kann sie hier nicht lassen. Komm wieder. War doch nicht so cool. Das funktioniert für uns. Ich habe meine Nahrung rationiert, seit der Part vom Rest der Stadt abgeschnitten wurde. Ich schone meine Kräfte. Ich sitze hier in dieser Werkstatt fest, umzingelt von diesen heulenden Göhren, die versuchen reinzukommen. Meine Nahrung, meine Waffen, sie wollen alles haben.
ich habe einen Plan. Ich richte das Transport-U-Boot hier, das in der Wartungsbucht vor sich hinrostet. Und dann nichts wie weg. Diese Tiere wollen Rapture haben? Von mir aus gerne. Allerdings, bevor wir jetzt noch mehr Adam absammeln, glaube ich, dass wir den Part einfach mal an dieser Stelle beenden, oder was ich besser gesagt, den Part an dieser Stelle beende. Lasst wie immer eine Bewertung da, ich würde mich darüber freuen, und wir sehen uns im nächsten Part von Bioshock 2.